Ich habe mir in den letzten Tagen tatsächlich von meiner eigenen Community einiges an Kritik anhören müssen, warum ich denn bei Ethereum diesen Stop-Loss so eng gemacht habe und wir bei Ethereum rausgeflogen sind. Denn das, was ihr wissen müsst, ist, wir haben eine Long-Position aufgebaut bei Ethereum bei 407, haben den Stop nachgezogen, sind bei 483 rausgeflogen. Dann habe ich gesagt, Leute, ich weiß nicht, ob Ethereum durch die 500 durchgeht, aber wenn er durchgeht, darüber würden wir wieder eine Position aufbauen, wenn er lang genug unterhalb der 500 bleibt. Ist geblieben, ist ausgebrochen. MJ, das war ein Freitag, oder? Als er ausgebrochen ist. Ja. Ich meine ja. So, und dann haben wir zwei Positionen aufgebaut bei 512 und 502. 502. So, und haben dann wieder den Stop nachgezogen und sind bei 580 rausgeflogen. Das Endergebnis war, dass einige mir geschrieben haben, sag mal, warum tradest du denn nur nach dem Chart Ethereum 2.0 kommen? Weißt du das denn nicht? Natürlich wissen wir das, denn wir bringen ja jeden Tag Nachrichten für unsere Kryptonauten in unserer Kryptonauten-Kommandozentrale und entsprechend scannen wir natürlich den gesamten Markt. Und obgleich wir der Meinung sind, dass die Tatsache, dass Ethereum 2.0 kommt und dass mittlerweile über 700.000 Ethereum eingesammelt worden sind, obwohl man nur etwa 500.000 gebraucht hat und dass es für die Skalierbarkeit von Ethereum extrem wichtig ist, ist es gleichzeitig so, dass man sich klar machen muss, dass dieser Markt extrem stark gelaufen war und mit der 600-Dollar-Marke eine sehr, sehr starke Widerstandszone aufgebaut wurde. Und wisst ihr was? Wir haben heute knapp unterhalb der 500 eine sehr vorsichtige und kleine Position wieder bei Ethereum auf der Long-Seite aufgebaut. Warum ich aus technischer Sicht trotz Ethereum 2.0, trotz der positiven Nachrichten und Entwicklungen eher zurückhaltend bin, dass wir über die 600-Dollar-Marke kurzfristig gehen sollten und welche Unterstützungen auf gar keinen Fall mehr bärisch aufgelöst werden dürfen, damit weiterhin dieser Trade, den wir gerade durchführen, interessant bleibt. Das schauen wir uns gleich bei den Charts an. Wenn wir bei Ethereum auf den Tageschart schauen, also das, was wir gehandelt hatten, war, wir hatten hier diesen Anstieg bei Ethereum gesehen und hier war die Konsolidierung und wir hatten hier den Ausbruch über diese horizontale Widerstandsmarke mithilfe der 20-Tage-Linie auf der Long-Seite getradet und hatten hier unser Stop-Loss nachgezogen, etwas höher, und sind dann hier bei 480 rausgeflogen. So, dann hat der Markt konsolidiert und als dann dieser Ausbruch kam, hier mit dem Ausbruch haben wir dann den Rücksetzer gehandelt und haben dann wieder hier unser Stop-Loss angepasst, nee, tiefer, und sind dann hier im Bereich von 580 rausgeflogen. Das heißt, wir haben sowohl diese Welle als auch diese Welle getradet und der Grund, warum ich hier vorsichtig gewesen bin im Bereich von 600, ist unter anderem, schaut mal, das war diese große Bewegung von Juli hoch bis in den September. Und dann ist es so, dass nach der Konsolidierung nicht vom tiefsten Punkt ausgehend, sondern von der Rallye ausgehend, kann der Markt in der Regel das, was er einmal gemacht hat, hier 250 Punkte nochmal oben drauf packen. Und wir hatten auch noch diese 250 Punkte. Plus, wir sind in einem Kanal gewesen, ich habe das auch in einem Video bei Bitcoin gezeigt und diesen Kanal habe ich nicht nur bei Bitcoin gesehen, sondern auch bei Ethereum und deswegen haben wir zusätzlich gesehen, ja, dass wir hier eine obere Begrenzung eines Kanals haben. Im Übrigen, dieser Ausbruch aus dem Kanal und wieder zurück, das ist eher ein schwaches Zeichen, was Ethereum macht. So, das waren für mich Gründe, dass ich gesagt habe, wir sind im Bereich einer möglichen Zielzone. Erstens, zweitens, wir haben diese Bewegung jetzt dupliziert, plus man sieht gleichzeitig, dass wir in den letzten Tagen, in dieser letzten Bewegung nach oben, viel Volumen hatten. Und wir hatten ganz an der Spitze hier das höchste Volumen. In der Regel ist es so, wenn der Markt lange läuft und dann anfängt, in der Spitze mehr Volumen zu haben, dann ist das eher ein Zeichen, dass gerade Institutionelle ihre Gewinne abgeben und zwar schön langsam, damit sie nämlich Zeit haben, ihre Position abzubauen, bevor dann hier dieser sogenannte Flash-Bewegung kommt. Warum jetzt die Position auf der Long-Seite? Wir hatten ja seinerzeit hier den Ausbruch über die 500 mit einem kleinen Rücksetzer dann auf der Long-Seite gehandelt gehabt, denn der Markt war hier nach oben gegangen, hatte das in einem aufwärtsgerichteten Kanal konsolidiert und war dann ausgebrochen. Das heißt, wir sehen hier diese
ehemals begrenzende und jetzt unterstützende Linie. Diese extrem hohe Volatilität ist auch der Grund, warum wir im Moment mit einer extrem kleinen Position und auch sehr vorsichtig hier etwas auf der Long-Seite aufgebaut haben. Wir haben allerdings aber auch, wenn wir uns das nochmal im Tag anschauen, eine horizontale Marke, die relativ eindeutig ist, denn da war hier Widerstand, hier Widerstand, hier Widerstand. Und diese Marke ist jetzt eine potenzielle Unterstützung. Dazu kommt die 20-Tage-Linie. Das heißt, wir haben hier mehrere Unterstützungen, die absolut, die aktuell zusammenkommen. So, jetzt, ich verstehe das sehr wohl, dass sehr viele sich denken, oh, 500. Komm, richtig große Position rein und dann geht er hoch dahin und dann mal richtig schöne Gewinne. So traden wir nicht. Das ist auch nicht meine Art des Handels, sondern wir haben eine erste sehr vorsichtige Position. Und jetzt kommt es doch darauf an, dass wir in einer ganz kleinen Zeiteinheit erstmal die Bestätigung bekommen, ob denn das, was wir als Unterstützung sehen, dann auch wirklich bestätigt wird. Im Moment kann es sein, Achtung, dass das hier eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation wird und der Markt dann in der Folge zum Beispiel diese horizontale Marke rausnimmt oder diese Marke eher so leicht fallend bildet. Dafür brauche ich dann aber auch, dass er richtig Dynamik entwickelt. Und dann warte ich sogar ab, dass er diese dynamische Bewegung erst macht. Und nachdem er diese dynamische Bewegung gemacht hat, dann würde ich sagen, jo, sieht ja ganz gut aus. Dann können wir den Rücksetzer gegebenenfalls, wenn wir ihn kriegen, handeln mit dem Potenzial dann nochmal nach oben in Richtung 580, 590. Das hohe Volumen aus meiner Sicht spricht dafür, dass es wenig wahrscheinlich ist, dass der Markt hier nach einer eventuellen Bodenbildung die 600 rausnimmt. Und jetzt kommt das ganz, 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 ganz große Aber. Ja, während ich sehe, dass es hier am Tief Volumen gegeben hat, während ich diese Bewegung sehe, muss ich aber auch eins anerkennen. Es ist auch möglich, dass der Markt so etwas macht. So hier so hinkommt und dann so ein kleines bisschen drüber geht und dann wieder zurückfällt. Dann ist es eher so, warte mal kurz, der kriegt richtig einen auf den Kopf. Und der schafft es nicht richtig, eine sogenannte Trendumkehr zu machen. Der läuft eher so. Und das wäre dann eher eine bestätigende Formation, denn der Markt fällt, der konsolidiert das und dann fällt er durch. Und deswegen, es ist nur eine erste Unterstützung. Ja, das ist eine echt starke Unterstützung. Ja, und ich finde die erste Gegenreaktion ebenfalls sehr stark, weil er nämlich vom Tief zum Hoch 10% macht. Aber das wird sich erst zeigen müssen in den kommenden Stunden und wahrscheinlich und möglicherweise Tagen. Und deswegen, ja, total starke Unterstützung, was wir gerade sehen im Tageschart bei Ethereum. Und ja, der Markt muss erstmal beweisen, dass er diese Unterstützung wirklich halten kann. Und deswegen, für mich kann ich nur sagen, wir sind total froh, dass wir nicht nur diese Welle hochgetradet haben, sondern auch diese Welle hochgetradet haben, unser Stop angepasst haben. Und in dieser Abwärtswelle hatten wir nur noch sehr kleine Positionen in anderen Altcoin. Und deswegen war dieser Monat für uns total erfolgreich. Und diese Bewegung haben wir entsprechend nicht so stark mitgemacht. Wenn ihr sagt, ja, ich tue mich ehrlich gesagt schwer, in der richtigen Phase aus dem Markt rauszubleiben und dann in der richtigen Phase dann eher aggressiv in den Markt reinzugehen, schaut euch unbedingt unser Angebot zu Black Week, ich hätte jetzt fast gesagt Black Week Woche, also zu Black Week an mit allen unseren Trades, die wir live durchführen. Nur noch 5 Tage mit dem Mega-Rabatt, anders kann ich es nicht sagen. Und dann könnt ihr euch sehr gerne von unserer Qualität selbst überzeugen. Vielen Dank, gehabt euch wohl.